Ja, hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal so ein bisschen das Thema November, Dezember, was steht bei den Bienen an? Ja, viel Spaß beim Video. Ja, ich laufe gerade mal mit euch zum Bienenstand, den wir hier hinterm Betriebsgebäude haben. Dann zeige ich euch einfach mal, was so passiert ist. Ich glaube, ich war jetzt 3 Wochen lang nicht mehr bei den Bienen, bis auf eine Ausnahme. Ja, es ist einfach ruhig, ne? Es gibt eigentlich nichts zu tun gerade. Aber wir reden jetzt einfach mal, was habe ich gemacht, über was habe ich mir Gedanken gemacht bei den Bienen im November und Dezember und was ist einfach noch zu tun. Ja, also so prinzipiell ist es bei uns ja jetzt so, dass wir jetzt so ungefähr eine Woche kalt hatten. Wir hatten jetzt vor einer Woche so die ersten Fröste in diesem Jahr, relativ spät. Es war ja relativ warm. Man sieht es hier ja auch bei dieser Stockwaage. Wer mir auf Instagram folgt, hat das Bild ja im Prinzip gesehen. Wir haben ja den letzten Monat fast 2 Kilo Futter verbraucht. Also, das Bild war von einer anderen Stockwaage. Also nicht das Bild, nicht das Bienenvolk, aber im Prinzip 2 Kilo Futter letzten Monat. Ja, das kann natürlich im Frühjahr fehlen, ne? Also das ist ganz klar, da muss man dieses Jahr bisschen aufpassen. Ja, ansonsten war noch das Bio-Audit, also für die Bio-Zertifizierung die Tage, was ja auch immer im Prinzip so einen halben, dreiviertel Tag Papierarbeit ist und Gespräch dann und Begehung von Bienenständen vom Betrieb. Ja, das ist jetzt so. Aber jetzt zurück zu den Bienen. Wie ihr seht, habe ich hier, ich zeige euch das mal, wo wir es haben. Das haben wir hier gar nicht. Mäusegitter dran. Also das ist allerhöchste Zeit, wer das noch nicht hat, das zu machen. Ich habe das jetzt an dem Bienenstand so, dass ich im Prinzip Fluglochkeile, die kleinen Fluglochkeile habe. Mit denen funktioniert es mit der Größe. Ich habe hier noch welche. Da muss ich euch irgendwie mal hinheben können. Mit diesem ganz kleinen Loch. Die sind ganz gefährlich, ne, weil die durch den Totenfall von den Bienen im Winter, da verstopfen die im Frühjahr unheimlich gern. Also die tausche ich mit der Oxalsäurebehandlung noch aus in Mäusegitter. Zum Thema Mäusegitter habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch einfach hier oben, warum das wichtig ist und vor allem, wie man das Richtige einsetzt. Ja, ansonsten, wie gesagt, war Rohrmilbe dieses Jahr ein Thema. Ne? War ein Thema, bei mir zumindest, hoffe ich. Ich habe jetzt, das war die Ausnahme, wo ich euch vorher kurz gesagt habe, wo ich mal bei 2, 3 Bienenvölkern, die ich mir notiert hatte, die unheimlich hohen Varroa-Befall hatten. Da habe ich einfach das warme Wetter nochmal genutzt, ich glaube vor so 1,5, 2 Wochen. Und habe da nochmal mit meiner Puderzuckermethode nochmal nachgeschaut. Und da ist es alles wirklich im grünen Bereich. Also ich denke, da sind wir ganz gut aufgestellt dieses Jahr. Naja, auch endlich, wie gesagt, auch die Kälte. Die Bienen haben noch Brut. Naja, also so prinzipiell kann man ja immer sagen, 3 Wochen nach den ersten Nachtfrösten sind sie in der Regel brutfrei. Das stimmt nicht immer. Also es kommt ein bisschen auch auf das... Ja, so stimmt schon immer. Aber es heißt nicht im Umkehrschluss, dass alle bis 3 Wochen nach dem ersten Nachtfrosch Brut haben. Für so eine brutfreie Zeit oder wann das Bienenvolk aufhört, das spielt ja auch ein bisschen das Alter der Königin eine Rolle, die Volksstärke, der Varroa-Befall. Und so weiter, aber im Prinzip ist man relativ sicher, wenn man sagt, 3 Wochen nach dem ersten Nachtfrost. Das bedeutet bei mir jetzt, dass ich die in 1, 2 oder 3 Wochen mache ich die Oxalsäurebehandlung zur Restentmilbung gegen diese Varroa-Milbe. Da habe ich euch auch noch mal schon mal vor längerer Zeit ein Video gemacht, das verlinke ich euch auch hier,
wo ihr das alles nachschauen könnt, wie ich das mache. Da hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Wie gesagt, bei der Gelegenheit mache ich noch ein paar Kleinarbeiten, tausche den ein oder anderen Schieber aus, Fluglochschieber aus. Und tue auch die Blechdeckel an Standorten noch beschweren, wo es relativ windig ist, dass da den Winter über nichts passiert. Ein bisschen Büroarbeiten, also ich nutze die Gelegenheit dann auch nochmal, oder das ist dann meine Gelegenheit, wo ich die Bienenvölker dann auch wirklich zähle, wo ich auch die Nummern mir notiere. Ich habe ja hier, ihr kennt es aus den anderen Videos, diese Nummern. Das mache ich da nochmal abschließend und dann ist da erstmal Ruhe. Ja. Also das ist ganz klar so die Aufgabe. Ja. Heute ist ein bisschen diesig, bisschen dunstig, kann man Honig abfüllen, dass das auch vorrätig ist für die Weihnachtsmärkte, für die Weihnachtsgeschenke, für die Bestellungen, ein paar andere Arbeiten machen. Also es ist einfach gerade ein bisschen ruhiger, viel im Büro machen, ne, sich ein bisschen Gedanken machen, wo geht der Betrieb auch hin, Termine schon fürs nächste Jahr festlegen, zum Beispiel für die Imkerkurse. Also das ist so ein Thema gerade ein bisschen, ne, wo man sich Gedanken macht. Hier noch, ich weiß nicht, ob ich das im letzten Video mal gezeigt habe, ne, vereinigt. Also ich mache das mit der Dant auch so, wie das mit Sander gelehrt wird. Ich setze die Bienenvölker aufeinander. Achte natürlich, dass die Wabenblöcke aufeinander sind, ne. Also hier werden jetzt irgendwo, das werden zwei schwache gewesen sein. Da werden irgendwo zwischen drei, vier Waben drin sein. Und dann ist es natürlich sinnvoll, wenn die übereinander liegen und nicht das eine Volk sitzt hier und das andere da. Also das ist einfach das Einzigste, wo ich darauf achte. Setze die aufeinander. Und gut ist. Na, wie gesagt, so ist es. Ja, dann wie gehabt. Ne, ich freue mich natürlich über einen Daumen nach oben. Über ein Abo freue ich mich. Fragen auf jeden Fall gerne wieder in die Kommentare. Und dann, ja, vielleicht zum Allgemeinzustand. Also ich gehe echt davon aus, dass alle Bienenvölker noch leben. Zumindest hat man jetzt ja in diesen warmen Tagen vor ein, zwei Wochen sind sie ja auch geflogen. Das sah eigentlich, wenn man so, ich habe es nicht speziell gesucht, aber wenn man so drüber geschaut hat, sah das eigentlich ganz gut aus. Und bis auf das Futter, wo dann vielleicht wirklich im Februar, März ein bisschen knapp wird, werden könnte. Es kommt ja wirklich auf den weiteren Winterverlauf an. Sehe ich da eigentlich jetzt gerade keine großen Probleme. Ja, und mit dem Futter, das sehen wir uns dann irgendwann in einem Video im Februar oder März oder so. Und reden da, was man da vielleicht machen kann oder auch nicht. Ansonsten so prinzipiell, also alle eure Kommentare, Anregungen zu Videos notiere ich mir fleißig auf einer Liste und mache die halt jetzt, denk mal, dass ich da nach und nach so ein paar Ideen aufschnappe und da durchgehe. Auch mit dem Thema Livestream mache ich mir so ein bisschen Gedanken. Ja, aber ich weiß nicht, ob das noch vor Weihnachten was wird oder ob man da einfach im neuen Jahr dann irgendwie frisch motiviert und nach einer kleinen Ruhepause wieder starten, wenn das Honig-Weihnachtsgeschäft vorbei ist. Ja, dann wünsche ich euch was. Hoffe, bei euren Bienenvölkern sieht es auch gut aus. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder in 2 Wochen beim neuen Video. Also, macht's gut. Ciao.